Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf der Spielwarenmesse und gerade am Stand von Topbreit. Die haben sich spezialisiert auf Lernspielzeuge und haben letztes Jahr auf der Spielwarenmesse begonnen mit elektronischem Lernspielzeug. Und ich begrüße jetzt die Martina Ganzbuhl, die ist hier Senior Marketing Managerin für diesen Bereich. Hallo, hi. Und Sie haben hier schon aufgebaut, das wäre jetzt eine Neuheit für die Spielwarenmesse 2022 gewesen, die es ja leider nicht gab, die dann ja abgesagt wurde. Und das können wir uns aber jetzt anschauen. Seit wann gibt es das jetzt? Also im Handel verfügbar ist es seit letztem Herbst. Und bei Blockcircuit geht es eben darum, dass Kinder eintauchen in die Welt der Physik, genauer gesagt in die Welt der Elektrizität. Und wir haben verschiedene Sets. Wir haben einmal hier unser Einsteiger Essential Kit und es geht darum, dass Kinder auf spielerische Art und Weise lernen, wie man Stromkreise bildet und schließt. Wir haben hier ein Booklet dabei, da bekommen Kinder am Anfang einfach verschiedene Informationen zum Thema Strom und Elektrizität. Es wird nochmal gesagt, was ist ein Atom, was ist ein Elektron, was sind negative und positive Teilchen. Alle Dinge, die wir Eltern vielleicht aus dem Physikunterricht noch kennen. Also es steigt schon ein bisschen tiefer ein. Genau. Alter ab 8 Jahre. Atom ist da wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig. Aber genau, aber wir versuchen sie eben so auf ganz spielerische Art und Weise mit dem Thema schon mal vertraut zu machen. Und wir haben dann eben verschiedene Experimente hier auch drin. Also wie man sieht, beginnt es auch das erste mit einer ganz, ganz einfachen Schaltung. Kinder lernen dann quasi, einen Stromkreis schließt man, wenn man einen Pluspol mit einem Pluspol verbindet und einen Minuspol mit einem Minuspol. Und dann fließt der Strom eben. Und da gibt es dann eben in dem Booklet, je nach Set, ganz verschiedene Experimente. Wird so richtig dann stufenweise schwieriger, genau, und komplizierter. Richtig. So wie der gute alte Experimentierkasten, den ich noch irgendwo kenne, bei dem man noch Strippen ziehen musste und die irgendwie anschrauben musste. Aber hier viel einfacher. Die Grundplatte erinnert mich ein bisschen an die Steine aus Dänemark. Ich glaube, die ist auch dazu kompatibel von den Maßen her. Und da werden die einfach draufgesetzt, ganz normal, und halten dann. Genau, richtig. Und ich habe jetzt hier schon mal quasi einen Stromkreis vorgebaut, damit ich es eben zeigen kann. Wir haben ja immer unsere Stromquelle mit dem Plus- und mit dem Minuspol. Wir haben USB-C-Kabel, mit denen wir unsere verschiedenen Blöcke miteinander verbinden können. Wir haben jetzt hier einmal ein Potentiometer, den Klavierblock und einen Lautsprecher. Die sind schon alle miteinander verkabelt. Und wenn ich jetzt quasi hier mit dem Potentiometer den Stromkreis öffne, dann ertönt hier schon mal eine Melodie. Ich kann jetzt aber auch noch einmal umstellen und selber mit dem Klavier Töne erzeugen, sodass Kinder eben auf Audio und visuelle Art und Weise verstehen, wie ein Stromkreis funktioniert. Wenn ich jetzt hier mit dem Potentiometer den Strom wieder abschalte, ist auch wieder ruhig. Das heißt, es wird auch leiser dann einfach. Ja, wird auch leiser. Wie es beim Putti ist. Und dann haben wir so wie beim guten alten Experimentierkasten die Einzelteile, die man hier dann per Kabel verbindet. Das heißt, das ist jetzt hier ein Schalter, tippe ich mal drauf. Genau, ist einmal so ein Druckschalter. Dann habe ich einen Vibrationsdetektor, der auf Bewegungen und Klopfen reagiert und den Stromkreis dann schließt. Wir haben ein Reflektor, wo, wenn Licht drauf fällt, dann verschiedene Farben eben auch kommen. Wir haben aber auch Widerstände, einmal mit 10 und einmal mit 100 Ohm, die man einbinden kann, und eben verschiedene Leiter. Das sind eben die ganz normalen USB-C-Kabel. Wir haben hier aber auch einen T-förmigen Leiter, wenn ich mehrere Blöcke miteinander verbinden möchte. Und wie schon gesagt, es wird eben Schritt für Schritt schwieriger, sodass man dann eben ganz spielerisch an ganz bekannte Themen wie Reihenschaltung, Parallelschaltung und alles, was eben zum Thema Stromkreislauf zusammengehört, herangeführt wird und mit jedem Experiment eben etwas Neues lernt. Das ist jetzt hier einfach gedoppelt, genau, vom Nachbarstand vielleicht irgendwie. Genau, richtig. Gut, und das Ganze als Einstieg 69,99. Lieferbar jetzt seit November, haben Sie ja schon gesagt. Genau, richtig. Und wer eine Nummer mehr spielen will, hat dann hier ein Set, 20 Euro mehr, dann mit jeder Menge mehr Spielereien. Und da haben wir jetzt hier zusätzlich noch, schaut aus nach einem Radio. Genau, richtig. Also wir haben beim Megaset eben viel mehr Blöcke dabei. Zum einen haben wir eben auch eine zweite Stromquelle. Wir haben wieder unsere klassische batteriebetriebene Stromquelle. Wir haben aber auch eine Handkurbel. Das bedeutet, wenn ich jetzt quasi hier drehe, oh, das war jetzt natürlich nicht so klug, ich habe etwas zu enthusiastisch gedreht, dann kann ich eben meinen eigenen Strom erzeugen. Und wenn ich schnell genug drehe, genau, wenn ich schnell genug drehe, dann würde das UV eben auch abheben. Ansonsten haben wir hier eben auch noch mehr Lichtblöcke und einen druckempfindlichen Schalter. Das heißt, wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann schließe ich auch wieder den Stromkreis. Und wir haben hier entweder ein
RGB-Block, das heißt, ich habe hier rotes, grünes und blaues Licht. Je nachdem, wo ich mein Kabel reinmache, ändert sich die Farbe. Das ist jetzt aktuell das rote Licht angeschlossen. Wenn ich jetzt aber hier den grünen Block anmache und den Chrom gleich wieder schließe, dann leuchtet die grüne Lampe auf. Wenn ich dann über eine Weiche an beide gehe, dann mischt er die Farbe vielleicht? Ja, das stimmt tatsächlich. Also es gibt ein Experiment, das haben wir gestern gemacht, da waren Rot und Blau miteinander verbunden, dann hatten wir Lila. Ja. Also das an die Optik und Farblehre wird man auch quasi noch mit rangezogen. Als Stromversorgung nimmt man eine Standardbatterie, die da unten reinkommt? Genau, oder mehrere. Drei Stück sind drei es. Drei Stück, ja. Genau. Und jetzt nochmal zum Radio. Das kann ich einmal vielleicht ganz kurz an dem Set demonstrieren, weil wir da den Lautsprecherblock auch schon haben. Es funktioniert nämlich tatsächlich. Wobei man in der Messehalle wahrscheinlich nur rauscht. Genau, das stimmt leider. Wir haben hier nicht so guten Empfang, aber ich habe es zu Hause auch schon mal probiert und habe tatsächlich alle bekannten Radiosender reinbekommen. Fand ich sehr faszinierend. So, jetzt muss ich einmal das noch verbinden. Und wenn ich jetzt hier am Potentiometer wieder machen, hört man, ja, die ältere Generation kennt ja noch das Rauschen, wenn das Radio keinen Empfang hat. In DAB-Zeiten ist das halt jetzt Fremdwort für viele. Aber genau, richtig, aber manche werden es vielleicht noch kennen. Wie gesagt, in der Messehalle leider kein Empfang, aber das Radio, wie man hört, versucht einen Sender reinzukriegen. Also, genau, jetzt drehen wir den Strom wieder ab. Dann haben wir hier auch das Klavier nochmal mit dabei, genau. Und dann noch jede Menge Schaltertaster mehr. Wo eben das Licht dann eben wie bei einer Lichtorgel dann nach oben. Hier auf der Verpackung sieht man es genau. Das kann sich dann auch, je nachdem mit welchem Block man es verbindet, zur Musik passend auch eine Lichtshow programmieren. Mehr oder und weniger. Das ist jetzt hier ein Mikrofon oder was ist genau, das? Genau, das ist ein Mikrofon, sodass man eben auch der Stromkreis sich nur schließt, wenn ich in das Mikrofon reinspreche. Gut, dann im Hintergrund sehen wir jetzt hier schon Figuren, die gehören jetzt aber nicht in dieses Set rein. Nein, das ist ein Extra-Set, aber es basiert auf einem ähnlichen Prinzip. Deswegen haben wir unsere Block-Robots. Das wird eine Neuheit, die kommt im zweiten Halbjahr bei uns auf den Markt. Da sind wir gerade noch dabei, das sprachlich zu lokalisieren für den deutschen Markt. Prinzipiell funktioniert es aber ähnlich wie unser Block-Circuit, deswegen heißt es auch Block-Robots und es gehört in die gleiche Serie rein. Nur hier steht nicht das Thema Strom im Vordergrund, sondern das Thema Mechanik. Und wir haben hier einen eigentlich ganz klassischen Konstruktionsbaukasten mit ganz verschiedenen Elementen. Wir haben verschiedene Zahnräder, wir haben verschiedene Steckelemente und verschiedene Leisten. Und wir haben jetzt hier schon mal zwei Figuren vorgebaut. Und daran kann ich eigentlich das Prinzip der Mechanik ganz gut machen. Ich kann jetzt einmal vielleicht noch mal kurz an die Anleitung reinmachen. Die ist jetzt auch noch nicht lokalisiert, aber da sind wir gerade dran. Es funktioniert eigentlich nach dem bekannten IKEA-Prinzip. Wir haben vorne die Figur, die wir bauen wollen. Es sind insgesamt 20 Stück enthalten im Set. Und ich habe hier auch wieder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche Elemente ich brauche und wie ich die miteinander verbinden muss. Und dann eben kann ich entweder die 20 Stück, die wir schon vorgeschlagen haben, bauen oder eben eine eigene Fantasiefigur oder Fantasieroboter kreieren. Wir haben hier unten auch wieder einen Power-Knopf, der jetzt etwas verdeckt ist. Wenn ich den dann anschalte, kann ich jetzt entweder machen, dass die Figur sich ihre Arme bewegt. Also wir sehen hier, haben wir verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn die eben richtig miteinander verbunden werden, dann setzen die sich eben auch in Bewegung. Und wir haben in dem Fall jetzt auch noch den Lautsprecherblock eingeschlossen. Wenn ich jetzt auf Sound mache, dann kommt hier eine kleine Hupe, eine Autohupe, die man aus dem Autofahren eben auch kennt. Also die Messehalle ist zu laut. Die Messehaut ist wahrscheinlich leider zu laut, aber Sie haben es gehört. Jetzt müssen wir ganz wieder ausschalten. Hier drüben haben wir auch noch einen Lichtblock mit verbaut, wenn ich den jetzt auch wieder einschalte und dann den Lichtblock anmache, dann leuchtet die auch. Sieht man jetzt auch in der Messe wahrscheinlich nicht so gut. Und der fährt dann, weil er Räder hat? Ja, der fährt dann. Und den einmal anmachen. Ui, das war jetzt leider nicht so gut. Moment. Wir haben jetzt schon zu viele dran rumgespielt. Wir müssen uns kurz wieder ausschalten. Aber dann sieht man das Steckprinzip hier auch ganz gut gleich. Genau. Aha. So verschiedene Verbindungen. So. Fahren tut der jetzt, glaube ich, nicht. Es gibt welche, die fahren. Der bei dem bewegen sich jetzt tatsächlich auch nur die Augen. Aber es ist, genau. Mal zweiter Versuch. Ui,
Wahrscheinlich, weil die Arme hier in die falsche Richtung gegangen sind. Ich glaube, da hat jetzt leider schon jemand dran rumgespielt. Ja gut, gehört dazu, bei einer Messe darf auch mal was nicht funktionieren. Ist es ja auch noch nicht marktreif. Richtig. Also insofern kommt das dann irgendwann im Sommer, im Herbst? Richtung Herbst, also wahrscheinlich so September, Oktober ist, dass es dann auf Lager ist. Das ist hier ein ganzer Koffer mit den ganzen Teilen und so eine Plastikbox, sehr stabil. Und das Ganze dann so knapp 70 Euro sehe ich hier. Richtig. Gut, dann bedanke ich mich bei Martina Ganzbühl hier für die Informationen am Top-Bright-Stand hier auf der Spielwarenmesse und wünsche noch einen guten Messeverlauf. Danke, viel Spaß auch noch.